So, mal gucken, ob jetzt hier irgendwas passiert. Schön wär's zumindest. Da, 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 da. Bing. Und ne? Zack. Oh, die Nussknackergöttin kommt zurück. Das ist ja schön. Wow. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei göttliche Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Okay, dann leg mal los. Sehr schöne Bilder. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit. Ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Und auch sehr schöne Melodie, finde ich. Ja. Du hast dir Nairus Weisheit eingeprägt. Ja, ihre ganze Weisheit ist jetzt in deinem Kopf. Es ist so schön. Und da fährt sie wieder hoch, die Nussknackergöttin. Ich werde Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Du könntest damit sowieso nichts anfangen. Nee, ist klar. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Ranel. Zur Wüste Ranel. 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 Okay. Ich habe so aber so einen kleinen Verdacht tatsächlich, wo ich jetzt als nächstes hin müsste. Aurasuche. Aurasuche, Aurasuche. Mein Schwert und ich. Mein Schwert und ich, wir finden alles Mögliche. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir direkt in die Wüste Ranel? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe so einen Verdacht, wo die Reise jetzt als nächstes hingeht. Okay. Vielleicht sollten wir wirklich mal hingehen. Ja, schaden kannst du nicht, oder? Also von daher. Und so viel Besseres haben wir jetzt momentan eh nicht zu tun. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, macht mir Vorschläge oder gebt mir Anregungen oder so, wo ich jetzt tatsächlich hier noch so überall als nächstes hin kann, um Gegenstände abzugreifen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir tatsächlich erstmal noch, oder dass ich erstmal noch die beiden restlichen Flammen finde, damit ich eben auch alle relevanten Items einfach habe und dann auch alles machen kann hier. Und dann kann ich mir die restlichen Herzteile und was mir eben noch so alles fehlt, dann kann ich mir das alles holen. Also das macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn ich jetzt so teilweise wieder stundenlang im Wolkenhort umherirre und nach irgendwelchen Dingen suche, die nicht vorhanden sind. Kann ja sein, unter Umständen. Ja, und ich finde, das hatten wir jetzt auch mehr oder weniger dann auch ausführlich genug in diesem Let's Play. Ist auch so eine Sache. Ich meine, man macht es ja auch nicht anders, wenn man so spielt. Aber jetzt kann ich schon mal einigermaßen auf eure Hilfe zurückgreifen. Also von daher ist das... Es ist schon okay, ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, spoilert mir nicht zu viel. Ich weiß, das eine schließt das andere irgendwie auch schon fast aus. Aber versucht es wenigstens so einigermaßen für mich richtig zu machen. Sofern ihr überhaupt versteht, was ich meine, sage, whatever. Tralalalala. Sofern ihr überhaupt versteht, was ich hier mit diesem Video überhaupt ausdrücken möchte, ja. Gibt's da oben was auf dieser kleinen Plattform? Nee. Was ist das für eine unscheinbare kleine Insel? Keine Ahnung. Sie ist einfach da. So, hier ist die Wüste Ranel. Vor kurzem durfte ich mich mit jemandem mal rumschlagen.
der unter eines meiner Zelda-Videos gepostet hatte, warum nennst du das blind, du, also beziehungsweise, warum nennst du das Ganze blind? Du spielst doch gar nicht blind, du Betrüger, du, was bildest du dir überhaupt ein, dein Video so nennen zu müssen und so? Und ja, das war ganz offensichtlich halt eine Person, die das eben nicht wusste, dass man, dass es Blind-LPs gibt, dass dieser Begriff sich so irgendwie festgesetzt hat. Und jetzt weiß ich nicht genau, Wüsterandell, Lagerhalle, ich gehe mal hier hin. Zu dieser Vogelstatue reisen? Ja, nicht direkt an den Anfang, nee, weil ich glaube, wie gesagt, ich habe einen Verdacht, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Paraschal, ach ja, Wüstengras kann ich mir jetzt endlich besorgen. Haha, das wäre so schön. Wir sind in der Wüste Ranell angekommen. Suche mit der Aura-Suche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Heilige Flamme, tralala. Heilige Flamme, tralala. Ach nee, Moment. Eingang der Prüfung. Da war doch was. Das wird doch dann wieder so eine Geschichte sein, wo ich irgendwie so Seelentropfen oder irgendwie so einen Kram finden muss, oder? Kann das sein? Ich weiß ja nicht. Ich muss dort hinten hin. Einfach geradeaus? Okay. Das ist schon mal etwas, was ich nicht so in der Form erwartet hätte. Aber gut. Wir lassen uns mal überraschen. Dab, 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 dab. Ja, wie gesagt, die Person war da leicht pikiert irgendwie, was dieses Blind und Nicht-Blind angeht und so weiter und so fort. Und wie kann ich es nur wagen, dass ich von meinen Zuschauern verlange, dass sie verstehen, was ich hier mit meinen Videos ausdrücken will oder so ähnlich. Ich muss doch meine Videos irgendwie so kreieren, dass sie jeder verstehen kann. Oder so. Irgendwie ganz seltsam, aber na gut, egal. Er hat dann auch irgendwann nichts mehr gesagt, als ich ihm das Ganze so mehr oder weniger erklärt habe. Und dementsprechend war die Geschichte dann für mich erledigt. Vielleicht schaut er meine Videos jetzt trotzdem weiter, ich weiß nicht genau. Wenn das so sein sollte, dann schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, hab mich sehr über deine Kommentare gefreut. Vielleicht bist du ja mittlerweile ein LP-Freund geworden, vielleicht aber auch eher nicht. Naja, was soll's. Man muss ja auch nicht alles mögen, ne? So, wo muss ich jetzt hin? Ach, die großen Typen sind jetzt auch mittlerweile hier angekommen, das ist ja schön. Kann ich hier hochklettern? Ich kann hier hochklettern, tatsächlich. Was ist denn hier oben? Gibt's hier irgendwas? Ist das... Moment. Irgendwie ist das hier seltsam. Warum kann man denn hier hoch? Schnupp, schnupp, ich schnupse mich nach oben, ich schnupse mich nach oben und finde eine Schatztruhe. Okay, interessant. Lass mich raten, Herzteil oder so? Für ein cooles Versteck. Nee, du hast eine blaue Vogelfeder erhalten. Diese kostbare Feder. Hm. Na gut, okay. Was soll's. Kann man ja auch ab und zu mal gebrauchen, ne? Um so Gegenstände zu machen und so. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ich muss dorthin. Ja, tatsächlich, das ist so ein... Ach, das wird noch schön. Das wird noch lustig. Ich werde jetzt wieder in meine Seele abtauchen dürfen und dann werde ich vor irgendwelchen seltsamen Monstern fliehen dürfen. So oder so ähnlich. Ah, da, 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 da. Das ging ja schon beim letzten Mal so unglaublich gut und so. Ja. Mehr oder weniger gut. Schmetterlingsnetz. Und ich will... Schmetterlinge, Schmetterlinge. Und ich will vor allem... Wüstengras, Wüstengras. Nein. Oh, Gott sei Dank. Du hast Wüstengras erhalten. Super, jetzt kann ich meinen... Jetzt kann ich mein Schmetterlingsnetz ein bisschen verbessern. Das finde ich klasse. Aber mehr Wüstengras wäre irgendwie besser. Jetzt hatte ich irgendwie kurzzeitig Angst. Als die Perspektive so umgeschwenkt ist, habe ich nur... Oh mein Gott, das ist was Großes. Ach so, das ist nur der Kaktus. Oh Gott. Ja, große grüne Gegner hier in The Legend of Zelda Skyward Sword. Oh mein Gott. Da ist schon wieder Wüstengras gewesen. Du hast einen Himmelsfalter gefangen. Dieser Falter. Und guck jetzt gleich nach links. Bitte. Nach links. Bitte. Nach links. Bitte. Danke. Wow. Wüstengras. Ganz viel Wüstengras. Ich brauche mehr Wüstengras. Wüstengras ist schön. Ja, ich liebe mein Wüstengras. Und ich liebe auch Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. So. Genug Spaß gehabt an der Stelle? Ja. Lyra auspacken. Spielen. Wow. New. Ach so. Jetzt wird es wieder ekelhaft, glaube ich. Ja, genau. Okay, also dann wünsche dem Hering viel Glück.
Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Yeah. Wobei ich jetzt auch mal so sagen muss, irgendwie, ich finde zum Beispiel die Melodie, die ist nicht so catchy, nicht so, man hat sie nicht so im Ohr wie zum Beispiel andere Zelda-Melodien einfach. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich meine, bei so einem Spiel wie Ocarina of Time zum Beispiel, da ist mir wirklich jede Melodie im Gedächtnis geblieben. Sie blieb wirklich, man hatte sie im Kopf und man kann sich auch noch sein Leben lang irgendwie dran erinnern. Aber jetzt hier bei Skyward Sword fällt mir das irgendwie ein bisschen schwerer. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach ein bisschen älter geworden bin und jetzt ein bisschen mehr Abstand einfach zu der Sache an sich habe und vielleicht auch nicht mehr so begeistert bin, wie das noch vor 10 Jahren oder 10, 15 Jahren der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie, das ist anders. Gebieter Hering. Gebieter, in diese Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort, der Sairen. Weiß ich doch. An diesem Ort, Nairus Sairen, wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Um die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Gebieter Hering, ja, genau. Meine Weisheit, oh ja. Du hast das Seelengefäß erhalten. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Hering. Meine Seele ist eine Pflanze, natürlich. Bringe das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist, und deine Seele wird wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du noch Fragen an mich? Nö, bin bereit. Ich bin bereit, alle Zeit. Nun gut, mein Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Viel Spaß. Gut, okay, danke. Ach so, ja, genau, das war ja sowas. Oh, ja, das war, oh, herrlich. Herrlich. Kann ich das da kaputt machen? Müsste das nicht eigentlich auf sein? Nee, ich kann es eben nicht kaputt machen. Ich kann ja gar keine Items in dieser Welt verwenden. Ich bin ja total hilflos hier. Das ist ja ekelhaft. Wo renne ich denn jetzt zuerst hin? Ich weiß es gar nicht. Wird mir auf der Karte eigentlich, nee, die werden mir alle nicht auf der Karte angezeigt. Achso, man konnte hier Gegenstände finden und so, damit das Ganze ein bisschen leichter wurde. Du magst mich nicht, ihr mögt mich alle nicht. Irgendwie habe ich total Angst hier. Hallo? Wo gehe ich denn hier als erstes hin? Ich weiß es nicht. Hopp, 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 hopp. Laufen, laufen, laufen. Oh, mein kleiner Hering. Laufen, laufen, laufen. Irgendwie war hier hinten nicht was? Hätte hier hinten nicht was sein sollen. Aua. Meine Seele wurde gespalten. So oder so ähnlich. Vielleicht soll ich auch einfach mal geradeaus durchlaufen oder so, weil das scheint ja das Ding zu sein, was am nächsten dran ist. Gebieter Hering, stelle fest, dass die Sammlung der Tränen nicht erfolgreich war. Ach nee. Gebieter, du kannst die Prüfung der Göttin so lange ablegen, bis du dich ihrer als würdig erweisen solltest. Du solltest dir eine Taktik überlegen, etwa die einfach zu findenden Tränen für den Fall aufzusparen, dass du entdeckt wirst. Sammle 15 Tränen und kehre in die äußere Welt zurück. Ach du Scheiße. Ja. Oh, das kann ja nur lustig werden. Bumm, okay. Du hast eine von Nairus Tränen erhalten. Ihre heilige Macht hindert die Hüter von 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15, um die Prüfung zu bestehen. 90 Sekunden, meine Ruhe. Okay, Zeit läuft. So, jetzt kann ich die Dinger orten. Wo gehe ich jetzt nächstes hin? Ich weiß es nicht. Oben ist auf jeden Fall eine. Das habe ich gesehen. Jetzt habe ich direkt hier eine. Boing. So, zack, wieder 90 Sekunden. Zeit läuft. Das ist ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise doof. Ich meine, Treibsand und so weiter ist auch aktiv. Und vor allem ohne Gegenstände. Ich meine, ohne Paraschal und so weiter und so fort. Achso, jetzt werden sie mir nicht mehr so deutlich angezeigt. Das ist schon mal doof. In dem anderen Gebiet kamen die Dinger viel häufiger. Das war viel lustiger und viel schöner und so. So, jetzt einmal hier rüber gehen. Zack, 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 zack. Auf der anderen Seite hoch. Ausdauer und schnell hoch, weil ich weiß, dass da oben ein Geist war. Da oben war ein Geist. Aha, interessant. So, eingesammelt. Hoffentlich wird die Zeit addiert. Oh, Finsterhalbmonde gibt's hier auch. Cool. Du hast einen Finsterhalbmond erhalten. Er ähnelt dem Bernsteinhalbmond. Aber ich hatte schon beim letzten Mal relativ viele von den Dingern eingesammelt. Von daher, ja, die werden ja nicht so schnell und häufig verbraucht und so weiter und so fort. So, wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Wie gesagt, ich habe keine. Ich habe keinen Paraschal oder so. Bum, 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 bum. Von den seltsamen
Geister mit Suchscheinwerfern darf ich mir trotzdem nicht entdecken lassen. Weil ansonsten ist mein ganzer Bonus hier. Der wird total zunichte gemacht. Da hinten ist ein finster Halbmond, habe ich gesehen. Wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das so schlau war, dass ich jetzt hier hinten hingerannt bin. Moment. Aber das ist richtiger Treibsand hier, oder nicht? Oder doch? Oder... Ich weiß es nicht. Ist es richtiger Treibsand? Natürlich ist es richtiger Treibsand. Oh, Hering, du bist so schlau. Oh, Hering, du bist so unglaublich schlau. Oh, du bist so unglaublich schlau, Hering. Ist der Wahnsinn. Muss ich jetzt alles wieder einsammeln? Wehe. Nein. Wo werde ich jetzt hingebracht? Ich werde... Irgendwo außerhalb. Okay. Okay, okay, okay. Interessant, interessant, interessant. Interessant, interessant. Irgendwie dran vorbeilaufen an dem Geist. Dankeschön. So. Laufen, 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 laufen. Ja, kurz verschnaufen. So. Die Dinger geben mir auch Ausdauer wieder. Okay, laufen, 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 laufen. Und das Ding einsammeln.